Ja, heute Deutscher Mühlentag an der Windmühle in Exter. Tolles Wetter, bombastisch viele Gäste. Der Gottesdienst heute Morgen war sehr, sehr gut besucht. Wir können allerbest zufrieden sein, denke ich. Toller Tag, die Gäste sind zufrieden, wir sind zufrieden. Und das ist die Hauptsache. Dankeschön. So, jetzt halte ich die Mühle mal an, indem ich die Bremse betätige. Lasse die Kette langsam nach. Das ist praktisch mit Bremse wie beim Auto die Backenbremse. So, jetzt stehen die Flügel still. Wir befinden uns hier in der Lindemannschen Mühle in Flotow-Exter. Diese Mühle wurde im Jahre 1850 von Bauer Lindemann erbaut. Wollte ursprünglich für sein eigenes Vieh Getreide schroten, hat dann aber auch für andere Bauern mitgearbeitet. Die Mühle verfügt über einen Mahlgang für Mehl und über einen Schrotgang. Es handelt sich hier um eine Holländermühle. Das heißt, wir haben einen gemauerten Turm und oben drauf eine frei drehbare Kappe.